hallo, herzlich willkommen an alle Fans und alle Meppner. Wir haben heute zu Gast Christian Neidhardt im Interview und ja, der Fußball steht still und wir wollen heute über gewisse Themen einfach mal sprechen. Hallo Christian, erstmal herzlich willkommen, dass du dich bereit erklärt hast, zu dieser ja doch stillen Zeit für ein Interview hier zu uns zu kommen. Wie geht's dir und wie sieht dein Alltag derzeit aus? Ja, hallo Lisa. Ja, mir geht's gut soweit, wie man sieht. Bin gesund, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ja, wie sieht mein Alltag aus? Mein Alltag sieht so aus, dass ich halt die meiste Zeit zu Hause bin, versuche mich irgendwie zu beschäftigen, versuche halt auch unsere Fußballsachen auf Vordermann zu kriegen, Trainingseinheiten vorzubereiten, gerade jetzt auch für die Phase, wenn es irgendwann mal wieder losgeht. Und ansonsten habe ich einen Garten, wo ich ganz froh drüber bin, dass man sich gerade da auch viel aufhalten kann. Und das Wetter spielt ja Gott sei Dank auch mit. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, schon in die sechste Woche und so langsam nervt es. Ja, uns geht es auch so. Es ist sehr ruhig und sehr still, auch bei uns im Fanhaus. Und so langsam darf es wieder losgehen. Dann zu einem Thema. Vor kurzem wurde bekannt, dass Dennis Undaf in die zweite belgische Liga wechselt. Ja, wie wertest du das, diesen Schritt von Dennis? Und was gibst du ihm vielleicht auch mit für die Zukunft? Ja, ich glaube, dass dieser Schritt kommt, war uns irgendwo auch klar von Anfang an. Ich glaube, jeder Torjäger in dieser Liga, wenn er trifft, kann er sich am Ende des Tages selber aussuchen, wo er hingeht. Uns hat das jetzt nicht getroffen, dass wir überrascht waren, dass er geht, sondern haben schon mit diesen Gedanken gespielt, weil das der ganz normale Weg ist, dass man den nächsten Schritt machen möchte. Gewundert hat mich die Liga. Zweite belgische Liga war mir jetzt nicht so geläufig und ob das dann der nächste Karriereschritt ist, weiß ich nicht. Aber das ist auch, spielt keine Rolle, weil letztendlich muss Dennis das für sich selber beurteilen und beweist halt auch wieder, dass es Torjäger bei uns beim SV Meppen gut gefällt und dass sie sich gut entwickeln können. Ist der Dritte, der im Grunde genommen jetzt geht. Ist total ärgerlich für uns. Aber ich glaube auch, dass das ein Weg ist, der völlig normal ist, was du auch nicht aufhalten kannst. Dafür fehlen uns dann einfach auch die Mittel, diese Spieler halten zu können. Schade ist einfach nur die Situation. Ich glaube, wenn wir die Saison weitergespielt hätten und hätten vielleicht selber schnuppern können, oben an der zweiten Liga, dann wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit da gewesen, vielleicht Dennis zu halten. Aber das ging dann relativ schnell. Und von daher wünschen wir ihm viel Glück für seine weiteren Schritte. Und ja, so ist es. Jetzt stehen ja noch oder laufen mehr Verträge noch aus. Ja, Kaderplanung auch für die neue Saison. Ihr seid sicherlich auch, ja, auch in der ganzen Situation trotzdem dabei, die neue Saison vorzubereiten. Kannst du da schon dazu schon was sagen oder gibt es da noch gar nicht so viel zu sagen? Ehrlich gesagt gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil klar macht man sich Gedanken, wie es weitergeht und wäre ein schlechter Trainer, wenn ich da nicht Plan B oder Plan C im Hinterkopf hätte. Das haben wir sicherlich, aber in erster Linie glaube ich, müssen davor ein paar Weichen erstmal gestellt werden. Wie geht die Saison weiter? Wird die Saison beendet? Wird sie nicht beendet? Welches Minus wird der Verein einfahren dadurch? Wie sieht die Etatplanung im nächsten Jahr aus? Wie kannst du im nächsten Jahr planen mit Zuschauern, ohne Zuschauer? Wann geht die Saison wieder los? Dauerkartenvorverkauf. Es gibt so viele Fragen, wo wir keine Antworten haben und dementsprechend natürlich auch keinen Etat haben, dass wir irgendwo sagen können, okay, das ist irgendwo eine grobe Richtung, wo der Weg hingeht. Und wir wissen, was wir ausgeben können. Und das ist genau der Punkt, das wissen wir im Moment nicht. Deswegen können wir eigentlich auch nur Gespräche führen und müssen dann abwarten, wie sich die Situation klärt. Und ich hoffe, dass da jetzt in den nächsten 7, 8 Tagen irgendwo eine Klärung reinkommt. Und jetzt sind ja schon einige Spieler vom SV Meppen auch in der Vergangenheit gewechselt in die zweite Liga. Nimmst du das für dich als Trainer auch irgendwo ein Stück weit als Lob an? Und wertest du das als Lob für dich mit deinen Trainerfähigkeiten, dass die Spieler oder leistungsstarke Spieler vor allem das auch ein wenig als Sprungbrett nutzen konnten, die gute Vorbereitung in der dritten Liga und das Training? Ich glaube, also erstmal ja, ich freue mich auch über die Frage, weil bis jetzt eigentlich hat man nie so die Anerkennung dafür bekommen.
Es ist ja nicht nur eine Anerkennung jetzt für mich als Trainer, sondern glaube ich für den Gesamtverein, für das gesamte Umfeld und für unser gesamtes Trainerteam. Das zeigt einfach halt auch, wie gut hier gearbeitet wird, auch dass wir immer ein gutes Händchen hatten für Spieler, die wir geholt haben. Und ich glaube, der SV Meppen als Verein mit der Gesamtstruktur, so wie wir aufgestellt sind, sind wir auch nicht mehr die graue Maus, sondern haben uns schon etabliert auch in dieser Liga. Und man sieht es auch aktuell jetzt an der Tabellensituation, dass auch vielleicht mal mehr geht mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben. Und ich glaube, das ist schon eine Anerkennung dafür, wenn man sieht, welche Spieler dann halt auch in den letzten Jahren diesen Schwung in die zweite Liga geschafft haben. Oder auch Spieler, die wir ausgeliehen haben, die dann auf einmal wieder zu ihren Vereinen zurückgegangen sind und dann eine gute Rolle gespielt haben. Ne, Mikey Beer zum Beispiel, der dann über uns zurück nach Hannover, dann in die nach England gewechselt ist, dann da aufgestiegen ist in die zweite Liga. Ja, viele, viele Spieler, die wirklich über uns dann wieder zu alter Stärke gefunden haben oder zu neuer Stärke gefunden haben. Und ich glaube schon, dass es eine Auszeichnung ist für unsere Arbeit. Ich glaube, das dürft ihr euch auch auf die Fahne schreiben, wenn man das so sagen darf. Ja. Dann gibt es ja derzeit oder gab es die Umfrage vom DFB an die Drittligavereine, ob sie für einen Saisonabbruch stimmen würden oder für eine Fortführung in Form von Geisterspielen. Jetzt gab es vom SV Meppen noch keine öffentliche Stellungnahme dazu. Mhm. Wie wäre deine, oder wie, wenn du das entscheiden dürftest, wie würde die Entscheidung ausfallen? Ja, zum einen ist es so, dass wir ja jetzt mehr knapp seit 6 Wochen eigentlich immer über gewisse Sachen diskutieren und wir eigentlich gar keine Antworten haben. Wir haben das so bei uns im Verein intern so geklärt, dass Ronny Maul ist komplett mit dem DFB immer in allen Gesprächsrunden dabei. Der ist letztendlich auch der Wortführer und wir haben uns erstmal bewusst zurückgehalten, um zu gucken, wo die Tendenz überhaupt hingeht. Du hast ja halt auch einen Liga-Vertrag, den du einhalten musst. Ja. Und ich glaube, ein vernünftiges Statement nach draußen zu geben, wäre erst dann, wenn du auch weißt, in welche Richtung das geht. Ich habe immer gesagt, für mich, meine persönliche Meinung ist, wir haben vor dem Würzburg-Spiel die Jungs nach Hause geschickt und haben sie seit 6 Wochen nicht gesehen. Wir wissen aktuell heute noch nicht, wann wir wieder ins Training einsteigen können. Da gibt es vielleicht auch Signale, dass es kurzfristig passieren kann. Aber auch das ist eine Frage, die noch unbeantwortet ist. Und dementsprechend ist es natürlich dann halt auch schwierig, irgendwo ein Statement abzugeben. Aber ich habe immer gesagt, ist schwer, weil wenn du 6 Wochen, ja, normalerweise haben wir noch nicht mal so lange Urlaub. In der Regel hast du 4 Wochen Urlaub, hast dann eine Vorbereitung von 6 Wochen. So, jetzt sind wir 6 Wochen raus. Die Jungs sind, machen ihr Pensum zu Hause, die machen ihre Laufeinheiten, alles in Eigenregie. Und dann hast du vielleicht jetzt 3 Wochen Vorlaufzeit, wenn dann eine Saison wieder losgehen sollte, ja, was ja auch noch in den Sternen steht. Und dann topfit zu sein, glaube ich, ist schwer. Und wie das dann auch vonstatten gehen soll, ich glaube, Geisterspiele, wie gesagt, ist schwer zu finanzieren, halt auch für den Verein total, weil du halt auch drumherum viel erfüllen musst, damit du diese Spiele oder dass du spielen darfst. Ja, und die Frage ist dann halt, wie kannst du das dann überhaupt stemmen? Ne? Und da ist meine Haltung ganz klar, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das ist halt auch keine abgestimmte Situation mit dem Verein, sondern einfach meine persönliche Meinung, die ich habe, weil den Vorteil, den wir in der Saison hatten, der ist jetzt natürlich weg. Und in der dritten Liga sind andere Vereine schon am Trainieren. Und im Grunde genommen sieht ja auch jeder Verein im Moment seinen eigenen Vorteil dadurch. Die bayerischen Vereine sind alle am Trainieren, Rostock trainiert schon wieder. Ja, dann haben wir das Statement der 8 Vereine gehört, die für den Abbruch sind. Und da sieht man, dass ja jeder erstmal seinen Vorteil sieht und was grundsätzlich auch immer legitim und auch okay ist. Aber meine persönliche Meinung ist, dass es schon relativ schwer ist, nochmal eine Saison vernünftig irgendwie durchzuziehen. Habt ihr für einen Moment vielleicht auch Zweitliga-Luft schon schnuppern können dürfen, im entferntesten Sinne? Ich meine, Tabellenplatz 4 derzeit. Und es gab ja schon irgendwie die Vermutung, wenn die Saison abgebrochen wird, dass es Auf- und Absteiger gibt, beziehungsweise auch Aufsteiger. Und
der SV Meppen irgendwo oben mitspielen würde. Habt ihr euch da kurz mit befasst oder war das weniger Thema? Ehrlich gesagt, klar, haben wir uns damit befasst und wir haben auch ein bisschen geträumt und wir haben auch alle Spielchen mal durchgerechnet, aber das waren dann halt auch dieses Wunschdenken und diese Spiele mal durchzurechnen. Es ist aber Fakt ist einfach, dass wir wirklich eine sehr konstante Saison gespielt haben. Und wenn ich überlege, wie wir dann in die Rückrunde gestartet sind mit den zwei Heimniederlagen, was eigentlich alles möglich gewesen wäre, glaube ich halt von der Leistung her, was die Mannschaft abgeliefert hat, gehören wir aktuell in dieser Liga da oben rein, ja, weil das ist der Ist-Zustand. Und ich glaube, dass auch halt alles möglich gewesen ist. Wir waren immer sehr zurückhaltend, aber mit viel Abstand. Und wenn ich so die Saison Revue passieren lasse, muss ich sagen, stehen wir zu Recht da oben aktuell, weil die Mannschaft auch wirklich einen guten Ball gespielt hat, wirklich guten Fußball gespielt hat. Und wir hatten immer mal Phasen da drin, wo es mal 20 Minuten nicht lief oder mal eine Halbzeit schlecht war. Dann haben wir uns aber wieder gefangen. Und das sind dann immer so diese Kleinigkeiten im Spiel, die dazu führen, ob du das Spiel gewinnst oder nicht. Sieh das letzte Spiel in Lautern, haben wir da mal so eine Phase gehabt von 5 Minuten, wo du sagst, das geht gar nicht. Liegst 3-1 zurück und dann kommen die Jungs zurück und nehmen den Punkt noch mit, spielen 3-3. Und das ist einfach so über die gesamte Saison gesehen wirklich konstant gewesen und gut. Deswegen stehen wir auch zu Recht da oben. Und jeder behauptet ja immer für sich in so einer Saison, wenn das und das passiert wäre, dann würden wir ja ganz woanders stehen. Das können wir natürlich von uns auch behaupten. Dann würden wir wirklich unter den ersten drei stehen. Aber gut, es ist jetzt Fakt, dass wir auf Platz 4 aufhören mussten, was sehr traurig ist. Und alles, was jetzt danach kommt, glaube ich, ist schwer planbar. Und du sagtest das gerade kurz schon, die Spieler halten sich zu Hause in Eigenregie fit. Viele sind ja auch in die Heimat gefahren, als dann der Break kam und es kein Fußball mehr gab, das Training stillstand. Gibt es Hausaufgaben von euch ganz klar? Bestimmte Übungen, die sie in der Woche erfüllen müssen? Es gibt Empfehlungen von uns. Ja, wir sind auf Kurzarbeit, wir dürfen ja aktuell auch gar nicht. Und es gibt Empfehlungen, dass die Jungs natürlich halt auch, es sind Profis und sie müssen natürlich auch gucken, dass sie ihren Körper im Griff haben. Und es ist natürlich auch schwer, weil jeder unterschiedlich irgendwo halt auch sesshaft ist. Wenn du in Hannover wohnst und wohnst vielleicht mitten in der Innenstadt, dann hast du es schwieriger, halt auch irgendwo deine Laufeinheiten zu absolvieren. Und man merkt das deutlich, dass die Jungs halt auch einfach eine ganz andere Belastung aktuell haben und dementsprechend halt auch dadurch, dass sie eine andere Belastung haben, kriegen sie Probleme im Adduktorenbereich, mit den Fußgelenken, wenn du nur auf Asphalt läufst zum Beispiel. Und diese fußballspezifischen Bewegungen auf dem Platz, ne, was wir brauchen, das haben die im Moment nicht. Und bin mal gespannt, wie die Jungs dann halt auch so nach 6 Wochen oder 7 Wochen, je nachdem, wie lange das so anhält, dann zurückkommen, in welchem Zustand sie dann halt auch sind. Und aktuell ist es halt so, dass Piosek sicherlich davon profitiert, weil das unser einziger Spieler war, der verletzt war, der jetzt aber auch aktuell wieder dann zur Verfügung steht, sodass wir eigentlich keine Verletzten hätten und mit der gesamten Breite des Kaders trainieren könnten. Und was ist so momentan das Extreme oder das, was du vermisst am Fußball eigentlich? Also ist es das Training mit der Mannschaft, das Zusammensein mit dem ganzen Team? Was fehlt dir am meisten gerade? Der Wettbewerbscharakter oder was ist da prägend? Alles, was drumherum gehört. Ja, so die Vorbereitung auf so ein Spiel, das Training mit der Mannschaft, unser Staff drumherum. Ja, und unser gesamter Kreis, Freunde, die dazugehören, die uns in allen Belangen unterstützen, das fehlt jetzt total. Ne? Und klar, dann auch dieser Wettkampf, wo ja diese Emotionen auch drin sind, wo dann alle hellauf begeistert sind oder zu Tode betrübt. Ja? Das ist ja dieser Fußball, wo alles diese Facetten was mitbringt. Das fehlt uns schon, ja, weil wir ja von voll geladen 100% auf einmal runtergefahren sind auf 0. Und ich kenne das gar nicht. Ich war noch nie 6 Wochen zu Hause am Stück. Und gefühlt, ich glaube, wenn es mein 7. Jahr im Meppen ist, das mein ganzer Resturlaub aus den 7 Jahren irgendwie, den ich jetzt genommen habe. Aber es befriedigt mich zu 0,0. Ich brauche das und ich glaube auch die Jungs brauchen das wieder.
weil das einfach dein Tagesablauf ist. Das ist dein Job und du hast da gewisse Abläufe und die sind einfach jetzt nicht mehr da. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir schnellstmöglich in diesen Abläufen wieder reinkommen. Ja, wem es derzeit ähnlich geht, sind die Fußballfans, die Fanszene Meppen. Sie haben zu Beginn des Stillstands eine super Aktion ins Leben gerufen, eine Riesensolidaritätsaktion, wo Gelder gesammelt werden für den Verein. Wie wertest du dieses Engagement? Puh, das ist eine Geschichte, wo ich wirklich Gänsehaut kriege, weil man das gar nicht hoch genug bewerten kann. Wir sitzen ja alle in einem Boot irgendwo und auch gerade, wenn du jetzt Spieler oder Verantwortliche fragst, das sind ja immer Leute, die sind auswechselbar, die sind mal da vielleicht 1-2 Jahre und sind dann wieder weg. Das ist jetzt bei vielen Spielern bei uns Gott sei Dank nicht so, wir sind schon länger in diesem Kreis zusammen, aber Fans sind immer da und die haben auch das beste Gespür für so einen Verein, wie es denen geht. Ob man vielleicht mal lauter sein muss oder ob man die Jungs unterstützen muss, die haben, glaube ich, das beste Gespür dafür. Und es war ja, nachdem wir dann erstmal nach Hause gegangen sind, ein paar Wochen sehr ruhig um den Verein. Und dann weiß ich, dass halt auch die Fanszene aktiv geworden ist. Und ich muss schon sagen, so wie sie es vorbereitet haben, wie sie dann wirklich alles detailliert vorbereitet haben, was Sinn und Verstand gemacht hat, die Aktion, die sie gestartet haben, zeichnet dann wieder aus, wie kreativ sie auch sind und wie vernetzt die Fans sind. Und ja, einfach eine Top-Aktion, die ja noch nicht aktuell zu Ende ist. Und ich vergleiche das einfach immer mit der Größe, mit unserer Fanlandschaft und was dann dabei rumkommt, das ist dann schon Champions League, ne? Absolut. Ja. Ja. Vielleicht kann man das auch noch mal kurz weil es gerade gut passt, noch mal summentechnisch erwähnen. Es ist jetzt derzeit, oder ist der letzte Stand, knapp eine Summe von 54.000 Euro zusammengekommen. Und da ist noch kein Ende in Sicht, also das läuft noch weiter. Es sind ja auch noch ein paar Aktionen geplant und auch Spieler aus der Mannschaft klingen sich mit ein. Von Thilo Leugas gab es auch ein kurzes Statement und auch ein Trikot, soweit ich richtig informiert bin, was dort auch mit in den Aktionstopf fließt als Gewinn. Also absolut große Sache. Ja, ich möchte vielleicht auch nochmal dazu erwähnen, dass einfach, natürlich geht es in erster Linie halt auch um SV Meppen, aber ich weiß halt auch, dass die Fans halt auch über den Tellerrand gucken und dass es halt auch um die Stadt geht und halt auch die Leute, die ja genau die gleichen Ängste haben oder Probleme haben wie der SV Meppen aktuell. Ne? Es gibt viele Gastronomen, Betriebe, die Probleme haben, die zu sind noch aktuell. Es gibt Leute, die voll im Saft sind, die im Moment alles hochhalten, ja, die da halt auch ihren Job überragend machen. Und ich weiß halt auch, dass die Fans halt auch diese Leute berücksichtigen. Und wir natürlich auch überlegt haben, wie kannst du das dann halt auch weiter irgendwie noch Aktionen starten, um das weiter halt auch zu unterstützen, nicht nur uns zu unterstützen, vielleicht halt auch andere mit zu unterstützen, die es halt auch genauso nötig haben im Moment. Und es ist halt so, dass ich da auch mit der Fanszene im ganz engen Kontakt bin und habe auch gesagt, ich habe aus meiner gesamten Fußballzeit, keine Ahnung, so viele Trikots auch noch zu Hause liegen, die ich dann halt auch zur Verfügung stellen werde für irgendeine gute Aktion. Aber gar nicht mal um den SV Meppen drumherum, sondern eher für andere Zwecke, die man noch nutzen kann, hier in Meppen, um halt dann auch deutlich zu zeigen, dass wir diesen Zusammenhalt hier einfach auch wollen und dass dieser Zusammenhalt hier im Emsland unheimlich wichtig ist, dass der SV Meppen zur Stadt gehört und andersrum auch und dass wir da alle gemeinsam jetzt durch dieses Loch irgendwie durchgehen müssen. Und wie gesagt, wenn der Zeitpunkt dafür da ist, weil es gibt ja unheimlich viele Trikotaktionen im Moment, da tauchen Schätze auf, da muss man schon Respekt vorhaben, dass die Leute diese Sachen alle abgeben. Und deswegen, ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt werde ich mich mit den Fans nochmal zusammensetzen und dann halt auch die Schätze, die ich dann noch zu Hause irgendwo liegen habe, für irgendwelche anderen Zwecke dann halt auch nochmal versteigern. Das ist ein schönes Statement und ein schönes Zeichen auf jeden Fall. Wie du das gerade schon sagtest, jeder versteigert gerade seine Habseligkeiten, sein Heiligtum vom SV Meppen. Gerade auch die Jüngsten sind gerade ganz fleißig am Versteigern und versuchen da irgendwie ihren Teil dazu beizutragen. Das ist schön mit anzusehen. Ja.
Nochmal ganz kurz zurück zur Fanszene. Es kam auch nochmal so die Frage auf uns zu, oder was die Fans auch interessiert, wie nimmst du die ganze Stimmung auch auswärts? Wie hast du das in der Saison so wahrgenommen? Also kriegt man das als Trainer so am Spielfeldrand, kriegt man das mit, den Support der Fans, der eigenen Fans im Gästeblock? Oder kriegt man das erst mit, wenn ein Tor fällt, wenn das Spiel beendet ist und die Mannschaft sich auch bei den Fans nochmal bedankt und verabschiedet? Wie nimmst du das als Trainer wahr? Ich nehme das total positiv auf, weil ich glaube, gerade auswärts ist halt immer auch unser harter Kern dabei. Und man sieht auch manchmal, dass dann halt auch einfach die Jungs, die immer dabei waren, die schon in der Oberliga, zu Regionalliga-Zeiten, zu jedem Stadion irgendwo begleitet haben. Und wenn ich so in der dritten Liga zurückdenke, gerade so in den Auswärtsspielen, ob es mal in Groß-Asbach war, ob es in Wiesbaden war, in Lautern war, da ist schon die Stimmung überragend gewesen auswärts. Und irgendwie sind sie da irgendwie noch lauter wie zu Hause. Zu Hause hast du das meistens so, dass irgendwas erst passieren muss im Stadion, damit die Stimmung so richtig überschwappt. Weil natürlich halt auch der Standpunkt der Fans, wo sie sind, manchmal verpufft das dann auch einfach nach oben weg und da fehlt uns so eine Tribüne, wo dann auch so ein schöner Hall dann herkommt und das dann halt auch ein bisschen lauter ist. Aber auswärts machen die schon, muss ich schon sagen, überragend Rabatz. Und ich glaube, in der letzten Saison hatten wir im Schnitt von 800 Leuten, die auswärts irgendwo mitgefahren sind. Das ist einfach überragend. Deswegen das beste Gut, was ein Verein haben kann, sind die Fans und da sind wir sehr stolz drauf. Absolut. Schöne Worte. Christian, du feiertest vor kurzem dein Social-Media-Comeback, so kann man es vielleicht ausdrücken und nennen. Du hast vor 4 Jahren entschieden, deinen Facebook-Kanal auf Eis zu legen und erstmal zu pausieren. Du nanntest da auch so ein paar Gründe mit Kommentaren, Emotionen, die du vielleicht auch aufgenommen hast. War das ausschlaggebend? Wurdest du da mit Fragen bombardiert, vielleicht auch nach einer Niederlage? Mensch, Christian, ja, warum war das so? Was lief falsch? Mach das doch so und so. Vielleicht auch gute Ratschläge. Gute Ratschläge sind ja immer gut. Es hat mich einfach auch so ein bisschen genervt, weil es ist ja einfach so, wenn du irgendwo präsent bist, dann kann ja auch jeder erstmal auf dich einprasseln, wie er das gerne möchte. Gerade wenn mal Spiele nicht gewonnen werden, dann hast du ja auch 20 Trainer, die alles besser wissen. Und was mich grundsätzlich so auf meinen Facebook-Account, hat mich jetzt keiner von den Leuten, die bei mir irgendwo sind, irgendwo beschimpft, beleidigt oder sonst irgendwas gemacht. Es ist mir einfach, ich bin nicht so der Typ dafür, der den ganzen Tag da irgendwie unterwegs ist und irgendwelche Sachen macht. Und ich für mich dann einfach gesagt habe, besser ist eigentlich, wenn du nicht alles weißt, was irgendwo geschrieben wird und. Ich lese auch kein Fanforum oder sonst irgendwelche Geschichten. Ich glaube, wenn ich mich damit beschäftigen würde, dann hätte ich zu vielen Dingen, glaube ich, nochmal eine ganz andere Meinung und würde vielleicht Sachen sagen, die vielleicht dann nicht so angebracht wären. Deswegen ist es auch manchmal gut, wenn man nicht alles weiß. Und es gibt halt auch ein paar Vollpfosten, die dann halt auch wirklich eine Meinung haben, die kundgeben. Und ich frage mich da manchmal aus, wo sie die Meinung hernehmen oder ihr Insiderwissen haben, dass sie dann über gewisse Sachen urteilen können. Und das wollte ich einfach gar nicht mehr. Und war dann, glaube ich, 4 Jahre von der Bildfläche irgendwie verschwunden, war auch ganz froh drüber und habe auch nichts vermisst. Ja, und habe einfach jetzt so in der Krise gesagt, okay, jetzt hast du überhaupt keinen Kontakt mehr irgendwie zu Leuten. Jeder hat auch nicht meine Handynummer, was auch gut ist. Ich habe dann einfach gesagt, und auch einfach auch diese Fan-Aktion irgendwie mit zu unterstützen, nochmal zu posten oder irgendwas zu machen, habe ich gesagt, okay, ich melde mich wieder an. Hat die Zeitung das ja auch nochmal aufgenommen. Dann ist das, glaube ich, hat sich das mal kurz verdoppelt, meine Freunde. Und ich wollte für jeden erreichbar sein. Und das habe ich auch gemacht. Und jede Anfrage, die kam, habe ich beantwortet. Die Fragen sind natürlich die gleichen, die wir jetzt gerade auch durchgegangen sind. Zu vielen kannst du auch nichts sagen. Die Überlegung halt ist dann einfach, okay, wenn wir das jetzt alles mal positiv überstanden haben, ob man so einen Account vielleicht in so einen professionellen Account umwandeln kann, ob man den lässt
oder ob man den wieder ruhen lässt, das weiß ich noch nicht. Das muss ich da mal sehen, wie sich das jetzt halt auch alles so weiterentwickelt, weil ich glaube schon, so Regionalliga-Zeiten waren wir semi-professionell unterwegs und man hat uns wahrgenommen. Jetzt in der dritten Liga werden wir noch ein Stück weiter wahrgenommen und man merkt schon deutlich, dass halt auch wirklich so ein Umfeld, das so positiv angenommen wird von Eltern, Kindern, die wieder zum Fußball gehen, Kids, die in den Schulen wieder unsere Trikots tragen. Ja? Und das macht uns dann ein Stück weit auch stolz, ne? Dass die Situation sich so weit wieder entfacht hat, dass hier Meppen wieder ein Standpunkt ist in der dritten Liga, wo jeder drüber spricht. Und ich habe das ja immer gesagt, so wenn wir früher bei uns am Trainingsplatz waren und vom Marianum die Kids zum Schulsport gekommen sind, da war früher Bayern, Dortmund, HSV, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt siehst du schon hauptsächlich, dass die Kids alle Meppen-Trikots anhaben. Und das zeigt, dass der Weg absolut positiv ist, den wir gegangen sind. Und dass wir die Leute auch alle mit ins Boot reingenommen haben. Und wir wollen halt auch ein Verein, eine Mannschaft sein, die immer nah an den Fans dran ist, die auch zum Anfassen ist, wo jeder zum Training kommen kann. Wir schnacken mit jedem. Und so habe ich es dann halt auch gemacht, dass ich diesen Account wieder geöffnet habe. Und es sind viele, viele nette auch Nachrichten gekommen, die sich wirklich Sorgen um den Verein machen. Und das ist dann schon rührend, wie die Fans sich wirklich Gedanken machen um diesen Verein. Absolut. Dann sagtest du das gerade kurz, auch wenn Leute ihre Meinung kundgeben. Also kannst du das schon bestätigen, dass das irgendwo, wenn du jetzt vielleicht vor 4 Jahren weiter dabei geblieben wärst, bei Facebook aktiv gewesen wärst, dass man schon vielleicht auch einen Druck dadurch mitbekommt und vielleicht auch anders ja, ins Spiel geht, wenn man so von den öffentlichen Meinungen und Emotionen vielleicht auch alles mitbekommt und alles aufsaugt und alles mitnimmt. Würdest du das schon bestätigen? Nee, ich habe meine, okay. Also ich hab meine Arbeitsweise, ich weiß ja, wie ich als Trainer arbeite, die Jungs wissen, wie ich arbeite und leiten darfst du dich davon gar nicht und darfst auch nicht emotional davon dich irgendwie begleiten lassen, weil das eigentlich ein ganz normaler Weg ist. Ich habe das mal einem Fan erklärt. Wenn du oder wenn ich auf der Tribüne sitze, jeder weiß ja, dass ich Braunschweiger bin. Und wenn ich früher in Braunschweig mit meinem Vater auf der Tribüne war und die haben Scheiße da unten gespielt, dann habe ich auch gemeckert. Mhm. Dann habe ich auch geschimpft, weil ich halt emotional Fan von dieser Mannschaft bin und von diesem Verein bin. Und dann habe ich immer gesagt, dann ist das auch völlig normal. Mhm. Das darf man auch. Man darf auch sauer sein, wenn die Mannschaft mal schlecht spielt. Aber es darf dann nicht persönlich werden. Mhm. Und ja, das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, aber halt auch mit vielen Gesprächen, auch mit der Fanszene gut hingekriegt haben. Ich glaube, wenn die Fans nach dem Spiel gesungen haben, wenn wir verloren haben, wir sind alles Meppener Jungs, dann ist das immer ein Zeichen, dass wir alles gegeben haben. Wenn das wegbleibt und der Applaus nach dem Spiel vielleicht mal ein bisschen weniger ist, dann wissen wir halt auch, okay, wir haben unseren Part nicht so gut erfüllt heute. Und wir haben ja auch eine Riesenverantwortung auch für die Fans halt auch, für alles drumherum. Dass wir natürlich diesen Standpunkt, dritte Liga, wenn möglich auch mal mehr, immer halten. Mhm. Und deswegen gehört Druck zu unserem Geschäft dazu, was auch gut ist. Ohne Druck kannst du keine vernünftigen Leistungen bringen. Und es gehört auch Kritik dazu, was ganz wichtig ist. Kritik, die angebracht ist, absolut. Und wir hinterfragen uns ja auch nach jedem Spiel. Unser Staff ist mittlerweile auch größer geworden. Und wir diskutieren auch ständig, ob wir alles richtig gemacht haben. Und wir haben auch grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn wir mal Sachen, wo wir total daneben gelegen haben, auch vor der Mannschaft uns hinzustellen und gesagt, ey Jungs, wir lagen heute daneben, das war scheiße. Und ich glaube, das schätzen die Jungs dann halt auch, dass diese Ehrlichkeit auch von uns und dass wir uns auch nicht in dieser Rolle so sehen, dass wir allwissend sind, dass wir alles richtig machen, und, sondern schon immer wissen, wir kriegen es nur gemeinsam hin. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch immer gemeinsam einen vernünftigen Weg findest. Ja, Christian, dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als herzlichen Dank für das sehr ehrliche und authentische Interview. Ja. Und bleib gesund und dann hoffentlich bis bald im Stadion. Ja, vielen Dank. Wünsche ich mir natürlich auch, dass wir uns alle bald wiedersehen und dass wir diese emotionalen Höhepunkte dann halt gemeinsam wieder miterleben können. Ja, liebe Zuschauer, das war das Interview mit dem Trainer des SV Meppen, Christian Neithardt. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Bis bald.